Das Buch Genesis enthält überraschende Irrtümer, die selbst bibelfeste Personen nicht erklären können. Die Bibel erzählt zum Beispiel, dass am Anfang der Mensch zweimal erschaffen wurde. Zu Beginn des Buches Genesis gibt es in der Tat zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten der Erde. Eine in Genesis 1 und eine zweite in Genesis 2 und 3. In der ersten Geschichte schuf Gott die Menschen, und zwar einen Mann und eine Frau. Im zweiten Kapitel des Buches Genesis ist nicht nur das Ambiente der Geschichte ein anderes, auch die Reihenfolge hat sich geändert. Zuerst hat Gott Himmel und Erde geschaffen, aber direkt danach erschafft er den ersten Menschen, Adam. Laut Genesis Kapitel 1 wurde Adam nach dem Abbild Gottes geschaffen. Im zweiten Kapitel wird er aus Staub erschaffen und Gott haucht dem Staub Leben ein. Beim Lesen stößt man auf die seltsame Passage, die besagt, dass Mann und Frau erschaffen wurden, bevor Eva dazukam, was zu der Annahme führt, dass es vor Eva noch eine Frau im Garten Eden gab. Dieser seltsame Widerspruch führte zu einer der bemerkenswertesten Figuren der biblischen Tradition, Adams erste Frau Lilith. Lilith wird als Adams erste Frau beschrieben. Und die Geschichten über Lilith neigen dazu, sich auf eine ältere Göttin in Überlieferung zu beziehen. Aber wie es so oft bei Mythen und Legenden der Fall ist, gehen Dinge verloren, werden aber nicht vollständig vergessen. Die Geschichte wird in einigen jüdischen Texten erzählt, der Midrasch und der Kabbala. Komm und sieh, da ist eine Frau, ein Geist aller Geister, und ihr Name ist Lilith. Und sie war zuerst mit Adam, zu der Stunde, als Adam erschaffen wurde. Sohar, Kapitel 3, Vers 19. Eine Überlieferung besagt, dass sie miteinander schliefen und Lilith sagte, du kannst nicht immer die Missionarstellung einnehmen und oben sein. Ich habe es auch verdient, oben zu sein. Und wenn du darauf bestehst, dann verschwinde ich. Und sie ging und begann eine wilde Ehe mit Dämonen. Und von da an lebte sie in der Welt der Dämonen. Eine beeindruckende Geschichte über Lilith. Sie streift durch die Welt und findet Kinder und tötet sie. Sie streift nachts durch die Welt und spielt mit Männern und bewirkt, dass sie Samen ausstoßen und peinigt sie mit Krankheiten. Sohar, Kapitel 1, Vers 19. Lilith ist ein Succubus. Lilith ist ein Succubus. Das ist ein weiblicher Dämon, der Männer im Schlaf verführt und Dämonen hervorbringt. Diese beiden Dinge, der Kinderdiebstahl und die Verführerin, flossen in der Figur Lilith zusammen und sie verschmilzt mit einer weiteren Dämonin namens Lamashtu und nimmt die Charakteristika einer kinderraubenden Dämonin an, die als Grund für den sogenannten plötzlichen Kindstod gilt. Im Mittelalter hängte man ein Amulett an die Tür oder die Wand der Kinderzimmer, um sie vor Lilith zu schützen. Und auf dem Amulett standen die Worte Lilith Abi, was so viel bedeutet wie Lilith geh weg, Lilith hinfort. Ein Bezug zum Lilith-Mythos in der Moderne findet man im englischen Wort Lullaby. Das englische Wort für Schlaflied könnte auf Lilith Abi zurückzuführen sein. Lilith Abi, Lullaby. Denn wenn Lilith fort ist, kann das Kind die ganze Nacht sicher schlafen. Der Überlieferung nach schuf Gott nach Liliths Verbannung für Adam eine neue Frau, diesmal aus Adams Rippe, um die Überlegenheit des Mannes zu zeigen. Aber Lilith hat ihren Status in Nordamerikas Popkultur, dem Frauenmusikfestival Lilith Fair, in Frauenbüchern und Zeitschriften, die ihren Namen tragen, zurückgewonnen. In der heutigen Zeit wurde sie zum Symbol der Frauen. Nicht als unterwürfige Kreatur, sondern als unabhängiger Geist. Man kann sie als Heldin ansehen und viele moderne Bibelleserinnen sehen sie auch als solche.